Ich lieb FF6 und ich tu nicht lügen. Fürs so sagen tu ich Let's Player Rügen. Rügen ist ne Insel mit Kreidefelsen. Kreide hat im Märchen der Wolf gefräsen. Märchen mit Morcheln, Morbel und Kaktoren, Liebe, Kampf und Tragik. Let's Play Lena stößt den Zorn. Yuki ist dabei, hilft dir fix, hauen Monster in zwei, wie ein Twix. Ich find der Kefka ist ne blöde Sau, trägt Klamotten wie ne alte Frau. Frauen in Fantasy haben dicke Tüten voller Liebe für Proleten. Pro Pixel, pro Textbox, pro Spite und XP, Gil MP und Luftschiff. Let's Play Lena hat's im Griff. Yuki unterstützt bei der Rache, jeder Gegner stirbt, auch ein Drache. Chocobo, Bahamut, der Bix und der Wedge, Sushi, Reis und Sake. Let's Play Lena richtig fetcht. Lenas Let's Play. Und die zwei anderen waren natürlich auch dabei. Aber wisst ihr noch, was die so alles erlebt haben? Nicht? Na dann, schauen wir mal. Also, es gibt da so die Zündi, die wurde von so zwei Soldaten namens Bix und Wedge vom bösen Düsseldorfer Imperium nach Nasche geschleppt, weil dort so ein eingefrorenes Esper-Dings ist, was die halt mal haben wollen. Aber dann beginnt die plötzlich komisch zu glühen und alles dreht durch und auf einmal ist die so bei den Kölscher Löwen, so eine Rebellengruppe, die gegen das böse Düsseldorfer Imperium kämpft. Und die Zündi, die kann sich dann mal an gar nichts erinnern und ist halt so das RPG-Amnesie-Klischee. Und dann kommt der Manni, ein richtiger Dieb, der bringt die dann mal so zum Schloss Figaro, weil das Imperium hinter der Zündi her ist und da treffen sie dann so den König Günni, der halt so tut, als wäre er mit dem Imperium verbündet, aber eigentlich ist er auch ein echter Kölscher Rebell, der Günni. Und dann schickt das Imperium den Kefka los, der soll die Zündi zurückholen, aber da fliehen die einfach mal auf so Chocobos und treffen halt mal auf so ein paar Leute, die sich den Löwen anschließen, wie der Thronlo, das ist der Bruder vom Günni, und der Banon, das ist der Anführer der Löwen, und dann noch der Bob und die Zelles. Die Zelles, die ist geheimnisvoll, die hängt wohl irgendwie mit dem Imperium zusammen, und der Ulfi, das ist ein richtiger Naturbursche, du, der isst gern Trockenfleisch. Und dann gibt's da noch so den Bolle, das ist ein richtiger Berliner, und die schließen sich dann alle so den Rebellen an, weil alle halt auf ihre Art unter dem Düsseldorf Imperium und im Krieg und so leiden und dem halt so entgegenwirken wollen. Und dann begegnen die halt mal so Phantomzügen und wieder dem Kefka und dem ollen Ultros und Griechischen und ziehen halt so durch die Welt. Und da finden sie so ein Esper und als die Zündi da mit dem in Berührung kommt, da verwandelt die sich halt auf einmal in so ein pinkes, nacktes Etwas, was völlig außer Kontrolle schreiend durch die ganze Welt fliegt. Und dann macht sich der Rest halt auf, um sie zurückzuholen. Und irgendwann, als sie die Zündi dann wieder gefunden haben, begegnen sie so dem Rama, das ist auch ein Esper, und der erzählt ihnen halt dann von den Espern. Das sind so magische Wesen, die mit der Welt mal Krieg hatten und sich deswegen in ihre eigene Welt zurückgezogen haben und von den Menschen so abgekapselt haben. Aber jetzt sucht das Imperium halt nach denen, um deren Macht zu erhalten. Und dann stellt sich mal so raus, dass Zündi auch so ein halber Esper ist. Und dann erzählt der Rama noch, dass in so einem Düsseldorfer Fabrik-Labor-Teil noch mehr so Esper gefangen gehalten werden und die da mehr Antworten finden würden. Und dann bringt er sich halt mal so eben schnell um, damit er denen seine Macht verleiht und deswegen können die jetzt halt alle mal so Zauber lernen. Und jetzt wollen die halt da zum Imperium, weil da noch mehr Esper sein sollen. Aber um da hinzukommen, brauchen die halt erstmal so ein Luftschiff und dann treffen sie auf den Sitzer, das ist ein richtiger Luftpirat, und überlisten den halt mal, indem die Zelles in der Oper singt und sich von ihm entführen lässt, weil Sitzer sie so mit einem anderen Mädel verwechselt hat, was er eigentlich haben wollte. Aber dann schließt sich der Sitzer den halt doch noch an, weil er so ein Glücksspiel verliert und dann fliegen die los zum Düsseldorfer Imperium nach Vector. Und alle sind jetzt ganz gespannt, was da jetzt so passieren wird. Also viel Spaß! So. Da sind wir zu Final Fantasy VI mal wieder. Nach langer Zeit. Nach langer Zeit. Ja. Und diesmal ist das Trio Infernale wieder vereint. Juhu! Eine Reunion, wie in Final Fantasy VII Advent Children. Oh mein Gott. Jetzt kommen die Filmverweise. Denn im Team sind wieder El Simso, Lensche und der Yuki. Yuki Pulver Max Steel. Max Steel, genau. Max Steel. Und ihr habt ja sicherlich
eben das neue Intro gesehen, ja, wo ein gewisser Herr P. einen grandiosen Rap hingelegt hat. Traumhaft. Einen traumhaften Rap. Grandios. Innerhalb von zehn Disco laufen. In jeder Disco. Innerhalb von 10 Minuten aufgenommen. Was für eine Arbeit. Ja, es war ein riesen... So viel Aufwand. Ja, für dieses Projekt und Blut dahinter. Wird natürlich wertvolle Freizeit geopfert. Absolut. Genau. So, wir wollen ja irgendwie vorankommen. Ja. Du siehst da diese längliche Insel. Also diese ganz lange Spaghetti-Insel. Ja. Und am nördlichen Punkt fliegst du ein bisschen nach Westen, also nach rechts. Und die kleine Insel zwischen der Spaghetti-Insel und der großen Insel. Da ist Doma Castle, da wollen wir hin. Das ist so, ja, schön, genau, erklärt. Oh, das ist auch gleich gefunden. Ja, bei so einer Erklärung finde ich das, ja, doch. Hallo? Ist ja wohl selbstverständlich. Ich bin entzückt. Ja, ich auch. Wir laufen also übrigens. Bist du eigentlich ausgerüstet? Oh, das ist eine gute Frage, aber ich hoffe mal einfach. Hä? Ach nein, ich meinte. Hä? Hä? Und Talente und können die zaubern alle und was können die zaubern und. Mob kann Demi und Berserk und Tarnen. Oh Gott, die können ja alle gar nicht. Ja, richtig. Ich merke schon wieder, dass ich bald irgendwann wieder. Das wird extrem heftig. Ich glaube, du wirst nicht drum herumkommen. Ich will es nicht aussprechen. Also, ich will es auch nicht beschwören. Also, du kennst dieses Wort mit G und Reinten. Oh nein! Was meinst du? Was könnte ich bloß meinen? Ich weiß nicht mehr, wie man hier ausrüstet. Ich habe keine Ahnung mehr von diesem Spiel. Was spielen wir hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Was ist das überhaupt? Genau, mach dich erstmal vertraut. Ich will gerne eine Esper ausrüsten, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Eine Esper? Talent? Ja, irgendwas mit Talent. Ach ja, hier Esper. Esper, genau. Auf jeden Fall irgendwas, was reinhaut. So. Also, Eber. Man auch was lernen kann. Eber, genau. Eber? Ich hab keine Ahnung, was Eber ist. Gegner. Es hört sich aber das hart haut, an. Das haut sich hart kommen. Hart kommen? Hört sich hart an. Das haut sich hart kommen? Irgendwas ähnliches, ja. Aber die anderen müssten, glaube ich, sogar. Huch. Oh Gott. Oh. Gott ist nicht hier heute. Er ist nicht anwesend. Nee. Gott spielt Final Fantasy 7. Ach, er kann, glaube ich, mal Eis lernen. Und genau. Was ist Raspel? Raspel ist schön. Raspel? Ich habe mir vorhin rote Beete gemacht. Da hätte ich gerne mal so eine Raspel gehabt. Ja. Habe ich bestimmt viel weggeschnitten von der roten Beete. Rote Beete? Das hättest du mal lieber unterlassen. Ja. Ach Gott. Jetzt komme ich bestimmt in die Hölle. Ja. Oh mein Gott. Moment. Das so, dauert. Genau, erstmal. Oh. Waren denn die Tastenbedienung überhaupt? Ich weiß es nicht mehr. Bismarck. Bismarck. Der alte Bismarck. Man kann hier den alten Bismarck beschwören. Der alte Bismarck. Aus dem Deutschen Reich. Wird er nicht eigentlich mit CK geschrieben? Ja, ja, eigentlich schon. Ah, ja. Okay. Aber Kleinigkeiten. Ach, Lappalien. Genau. Da regt ihr euch in diesem Spiel noch auf. Nein. Oder nehmt es überhaupt noch wahr? Was mache ich hier denn eigentlich? Ich weiß es selber nicht. Ja, ich glaube, ich sollte jetzt einfach nur zugucken und die Technik sein lassen. Ich verstehe es sowieso nicht. Lass die Technik sein. Sonst wirst du noch ganz klein. Dieser Reim war scheiße. Grandios. Der war voll schön. Der da war jubeln voll alle los. Scheiße. Der war voll schön. Sag ich nur. Schön. Voll schön scheiße. Thronsaal. Hier ist niemand. Okay. Dann. Also, ich brauch dir nicht fragen. Mein Erinnerungszentrum an dieses Spiel hat sich gänzlich im Äther aufgelöst. Oh, schlafen. Ich glaube vielleicht irgendwie hier schlafen oder. Schlafen, ja, ist immer eine Lösung. Schlafen ist immer gut. Schlafen ja. Ist immer. Man kann nie genug schlafen in Final Fantasy.
Genau. Huch, wahrscheinlich musstet hier irgendwie nachts irgendwas, also in meinen verwelkten Erinnerungen an Doma Castle, geht's hier irgendwie nachts voran. Das sieht doch schon mal gut aus, ja. Es klingt, du musst noch ein bisschen überzeugender vortragen. Ja, ausruhen, ja. Famos. Famos. So ruhen sie sich aus. Na, passiert was? Ich hoffe. Ich will vorankommen. Ja, doch. Bolle bleibt einfach liegen und stirbt dann. Also, er hat keinen Bock mehr. Er verwest. He has no Bock. Wie kann man Bock eigentlich auf Englisch übersetzen? Er hat keinen Bock. He has no... Tja. Bambi. Genau. Was zum... I have no Bambi. Ich bin cool? Ja, ich bin cool. Ich bin Mo. Ich bin die. Cool Modi. Hä? Was soll das? Das scheint wahrscheinlich irgendeine verschwörerische Nachricht von den Spielentwicklern zu sein. Oder von den Übersetzern. Traumvollstrecker. Das sind die Traumvollstrecker. Das klingt schön. Seine Seele gehört uns. Oh, das ist düster. Das klingt ja so unglaublich gruselig mit dieser Musik im Hintergrund. Was für Musik kommt gerade? Lustige, seltsame Musik. A la Uematu? Ja. Stimmt, der Spinach-Rack. Seine Bestimmt. Seele gehört uns. Seine Seele gehört uns. Ach, das sind so lustige Leute, die alles dreimal sagen müssen. Ja, das kommt immer gut. Ja, der Gag war noch nie lustig. Das sag ich. Das wird ein Fest. Das wird ein Fest. Ja, ist ja gut. Das wird ein Fest, sag ich. Zack. Halt! Ja, sind jetzt alle in Bolle reingesprungen? Das klingt so ekelhaft. Die sind jetzt alle in Bolle reingesprungen. Oh, und jetzt sind wir in... Sind wir in Bolles Dickdarm. Oh, nur noch die Zündi. Oh. Und Gegner. Barbe? Ja, das ist das die Barbe? Wir nehmen gerade mal 5 Minuten auf und ich bin schon wieder komplett verwirrt. Barbe und Kritiker. Das ist doch keine Final Fantasy VI Folge, in der... Also eine Final Fantasy VI Folge, in der... Ist das eine Ratte? Eine grüne Ratte oder sowas. In der du nicht verwirrt bist, ist keine richtige Final Fantasy VI Folge. Wie so ein LSD-Traum hier gerade, ey. Ja, LSD Dream Emulator. Ja, genau. So die SNES-Version. Oh mein Gott. Das kann heiter werden. Ich speichere mal. Genau. Ja, speichern ist immer eine Lösung. Speichern ist immer gut. Wenn einem nichts mehr einfällt, dann speichern und schlafen. Wie komme ich überhaupt runter? Oder weg? Ach, da! Jetzt musst du da hoch, denn irgendwie... Oh Gott, was ist denn hier alles? Das ist aber ganz schön komplex. 3 Türen. Ja, schwierig. Dann musst du dich entscheiden. Oh mein Gott, das kann ja heiter werden. Ich glaube, das soll dein Instinkt schulen. Ja, bestimmt. Dein Türinstinkt. Deine Geduld herausfinden. Oh, hier gibt's alle Saurier. Du... Also hat der Cyan Allosaurier in seinem, Unterbewusstsein geparkt? Ja, der träumt von Dinos. Ist interessant. Und Parasiten. Das ist ja schrecklich. Das ist schrecklich. Dass das, was er hier träumt, ich... was soll ich dazu sagen? Fällt dazu echt nichts mehr ein. Da ist man sprachlos. Mhm. Ja. Übrigens kann das sein, dass Cindy ihre 7-Meilen-Stiefelchen nicht anhat. Das Stiefelchen? Stiefelchen? Stiefelchen. 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 Das ist ja nervtötend. Cindy's Schuhshop. Ich hab da keine mehr. Oh. Schneckentempo. Oh nein. Nein. Die hat jemand anderes schon an. Nein. Die hat Umaro an, wenn sie sich gemupst. Ja, die rosa stehen Stiefel. Dir bestimmt gut. Geilo. Der steht auch sowas, glaub mir. Die Barbe von Frosch. Gott. Das sieht auch wirklich verstörend aus. Will ich wissen, was wir schon wieder genommen haben, als wir diesen Spielabschnitt designt haben. Was ist denn hier los? Warum komm ich denn hier rein? Lass mir rein da! Ich will da rein! Ist da runter weiter? Nee, wa? Nee. Ist nix.
Dann musst du wahrscheinlich eine andere Tür probieren. Scheint so. So ein Tapir, so ein fliegendes grünes Tapir. Ich finde das süß. Ja, irgendwie... Hat was. Total. Das hätte ich gern so eingelegt als Haustier in dem, ja, oder so ein Einmachglas. So ein Stofftier. Ein Stofftier davon wäre nicht schlecht. Hm. Oh, oh, jetzt bist du wieder am Anfang. Das wird ein langes Spiel. Das wird ein langer Part, ja. Und ein langes Spiel vor allen Dingen auch. Ja, absolut. Was? Pandora. Oh, aber eine Pandora. Huch. Pan. Eine Pandora. Dora ist ja auch ein Name, wa? Ja. Pandora auch. Oh. Pandora. Vielleicht ist Dora der Nachname. So nenne ich auch mein Kind. Da läuft ein Countdown. Ich mag das nicht unbedingt. Dann mach sie schnell fertig. Ich hoffe. Ach so, ja, dann bist du nämlich tot, glaube ich. Ja. Ist sowas wie Todesurteil? Hab ich auch das. Oh, jetzt schläft sie. Ja, na dann. Böses Tuten. Was stand da gerade? Tut. Noch Mann, das ist doch scheiße. Aber wir haben noch gespeichert, oder? Ja. Hast du gespeichert? Zum Glück habe ich das. Jetzt mach doch mal ein Safe State. Nein! Nein? Nein. Jetzt wäre der perfekte Moment für ein Simsa State. Ich glaube, du musst dann, wenn wir neu laden. Oh, da ist sie weg. Da bin ich tot. Irgendwelche Sachen anlegen, Relikte, die Zufalls irgendwie schützen. Ja. Mäßig. Wäre nicht so schlecht, würde ich mal so. Wir haben jetzt seit 6 Monaten und nach 12 Minuten wieder zack ab ins Totenreich. Jawohl. Wie, naja, wir haben ja gespeichert. Wir wissen ja wohin und warum und sowieso. Und generell. Also, warum ist das immer schleierhaft, aber. Ein Relikt anzulegen, irgendwie gegen, weiß ich nicht, gegen Schlaf oder gegen. Tod. Gegen Tod wäre am besten, ja. Verwundbarkeitsrelikt. Ich wette, sowas habe ich nicht. Nope, habe ich nicht. Was ist denn überhaupt der Sternanhänger? Gift, kann das sein? Ja, das müsste uns nicht viel, wa? Mach ich halt nach jedem Kampf ein Safe-State. Genau, lass uns halt durchbeißen. Wie in alten Tagen. Was versteckt sich hinter Tor 1? Oh, da haben wir den ersten. Ich kann mich gar nicht an das erinnern. Ich glaube, ich habe das nie gemacht. Auszeit! Ohne meine Brüder, bla bla bla. Aufwachen! Oh, jetzt ist Shadow in der Truppe. Jetzt kannst du wahrscheinlich auch wieder schnell laufen. Nein, wieso nicht? Hat der auch keine oder was? Ach, das ist doch der eine. Warum hat der gar nichts? Das finde ich jetzt doof. Was fällt dem ein? Wo sind meine 7-Meilen-Stiefel? Wer hat die? Genji, wa? Genji-Handschuh oder? Schwarzer Gürtel ist, glaube ich, so ein Konterschlag-Teil-Dings. Oh, das ist gut. Und damit kann man wehtun. Wo war der denn? Da war der nicht gerade? Geh nochmal runter. Ich sehe hier alles nur Zeitverzögerung. Ja. Nee, noch nicht. Verdammt. Tja, dann hat das wohl auch jemand anderes. Immer die Guten. Deckung? Oh Gott, ich weiß nicht. Kriegt da mal Deckung? Was ist. Genau. Klingt gut. Klingt gut, schmeckt gut. Und Menschenfresser als Waffe. Aber, ja, eine Esper hat er, glaube ich. Safe lieber mal, bevor wir jetzt nochmal ausrüsten müssen. Ja, Moment. Ich versuche die nur zu töten. Genau. Aber mach sie fertig. Aber die machen keinen Fluch, da kann ich die ruhig. Hm. Auf schnell töten! Genau. Sehr gut. Ich glaube, jetzt ist es auch wieder ein bisschen einfacher mit beiden, aber safen kann ja nicht schaden. Ach, jetzt bin ich hier. Weißt du, wo lang? Ich weiß es nicht mehr. Also ich sehe alles hier. Oh, wieder am Anfang. Ach, das ist doch alles wirklich. Hä? Der Barbe. Und der Kritiker. Oh, feige. Der Fernsehkritiker.
Aber das Gegnerdesign ist doch immer wieder, lädt doch immer wieder zum Schmunzeln ein, oder? Ja, ist traumschön. Tja, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das, wenn das Licht nicht angeht. Hä, wo muss ich denn jetzt lang? Hat jemand eine Idee? Keine Ahnung. Musst du einfach nochmal ausprobieren. Vielleicht ist noch irgendeine Abzweigung, die, Ja. Da komme ich ja wieder hier raus. Aber hier war ich noch nicht. Ah, oder? Vielleicht. Doch, eigentlich. Geh mal unten lang. Warst du unten schon? Da kommt man nach dem gleichen Weg lang. Achso, und die Tür an eine der beiden Türen? Also die andere Tür? Ja, ich guck mal. Vielleicht? Vielleicht? Eventuell? Das kann ja nur heiter werden. Wir sehen uns die ganze Folge nur in diesem Komplex herumirren. Ja. Ich, uns auch. Also der Cyan ist ja echt eine tiefgreifende Persönlichkeit, wa? Ja, der träumt interessante Dinge. Oh Gott, nein. Ach, diese Pandora, echt, wirklich. Genau. Oh, ne, Zündi. Zündi, mach keinen Scheiß. Zündi, mach keinen Scheiß, Alter. Wie das aussieht. Ich komm ja wieder. Das Viech mit so einem grünen Heiligenschein auf dem Kopf. Na, wenigstens haben sie noch... Das ist ja übel. Nein, lass mich weg. Kannst du fliehen? Nope. Fliehen. Absolut null. Das ist kalt, oder? Ach, Mann. Aber ich glaube, da kamen wir nicht lang. Dann die andere Tür mal? Nach jedem Schritt saven. Richtig. Hä? Immer ganz links die Tür. Oh Gott, ich weiß es da auch nicht. Ah, ja. Oh. Außer ohne meine Brüder wäre es ungerecht. Bis dann. Tschüss. Jawohl. Nein. Nein, nicht die schon wieder. Rennt. Rennt um euer Leben. Nein. Rennt. Schneller. Das ist ja... Nein! Ah, Cindy hat's geschafft. Ja, wenigstens etwas. So. Genau. Bob ist jetzt ein Imp. Aber ist egal. Wenigstens er hat irgendwie überlebt. Genau. Hab ich was gegen Imp? Grüne Kirsche, oder? Grüne Kirsche, genau. Auch. Genau, du. Speichern. Aufstehen. Zack. Oh, ich kann wieder schnell rennen. Oh, ist das schön. Oh, ein Glück. Oh. So, oben oder unten? Oben? Nein. Gut, dann wissen wir Bescheid beim nächsten Mal. Ich hätte ein Self-State machen sollen, aber wenn man so viel schummelt, ist ja auch nicht schön. Ja. Ist ja ungerecht. Ist ungerecht, genau. Den Leuten, die Final Fantasy 6 auf der PlayStation spielen. Ja. Mit Ladezeiten. Mit Ladezeiten, ja, ey, das ist wirklich übel. Die PlayStation-Version, die kannst du eigentlich. Kannst in die Tonne kloppen. Die kannst du knicken. Flop. So, und jetzt unten. Unten, ah! Genau. Das sind Zufallsgegner, wie ich sie liebe. Unglaublich. Schön. Töte. Bei Pokémon Diamant sind die hoch. Ja, ich habe mir Pokémon Diamant mal geholt. Günstig. Sehr günstig. Sehr günstig. Macht Spaß, muss ich sagen. Hä? Warum bin ich Macht jetzt... Spaß. Nein, aber warum bin ich jetzt wieder hin? Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt zu der Tür, die vorher versiegelt war. Ja, das kann natürlich sein. Weil irgendwie komme ich... Weißt du, wo die Tür war? Ja. Ich hoffe es. Orientierungssinn und so. Töten. Das, wirklich, das wimmelt ja hier von Allosauriern. Allosauri. Das ist ja ein richtiger Allosaurus-Freizeitpark. Allosäuren. Allosäuren, genau. Sehr schön.
Ei. So, jetzt war das. Glaube ich, die mittlere Tür. Mittlere, ja. Und dann hier, glaube ich, rein. Ach, verdammt, die Tür treffe ich mal wieder nicht. Ja, hier war das. Ah, hey. Jetzt mach die Pandoras Box. Oh, vielleicht nochmal speichern, nicht, dass die. Schon wieder einer Imp. Gibt's ja nicht. Ist ja unglaublich. Unfassbar. So. Wenn das die Merkel wird. Hab ich darf diesen Spruch nicht mehr sagen. Nee. Die überwacht alles. Ja. Ja, wenn sich das einmal eingeschlichen hat, dann kriegt man es nie wieder raus. Flop. Ah. Hey. Oh, was denn nun? Die drei lustigen zwei. Wir sind die drei Traumvollstrecker. Wir sind voll böse cool. Und kleine Kinder und voll cool. Möge der Spaß beginnen. Mögen die Spiele beginnen. Muah. Oh, die sind ja süß. Ach, das sind doch die Elfen aus Final Fantasy X, oder? Sind doch auch so die drei Käferchen. Ich glaube, die sahen anders aus. Also so vom Stil her so ein bisschen. Von der Idee her. Aber sowas gibt's irgendwie in jedem Spiel, so Team Rocket oder. Ach, keine Ahnung. Team Käfer. Team, wie hieß denn das? Ruckmuckduck. In Das. Trimagus. Magus? Trimagus Trio. Magus Trio. Magus Trio. Echt? Ja. Die heilen sich gerade ziemlich übel. Ach, und jeder hat so seinen. Einer Feuer, einer Eis, einer Blitz. Mhm. Ich hasse so einen Scheiß. Ich auch. Ja, guck mal, das ist doch die Dreifaltigkeit-Attacke. Macht den Magus-Trio aber auch. Stimmt. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal dem Magus-Trio begegnet bin, den schwarzen Magus-Trio. Ich kam überhaupt nicht klar. Weil die schwarzen Bestia, die sind ja so stark. Ja, das sind sie in der Tat. War sehr überraschend, als sie da auf den Klippen aufgetaucht sind. Gibt's was gegen Versteinerung? Scheiße. Goldnadel, glaube ich. Goldnadel. Oder Weichmittel oder wie auch immer das hier heißt. Weichschüler. Steinweiche. Weich war gar nicht so schlecht. Weichspüler. Hey, erstmal die Attacken auf einen konzentrieren, oder? Ja. Oder auf den Feuer, der Feuer. Also erstmal nur Feuerattacken. Irgendwas Feuriges. Cool, Mo und die. Und ist er bis jetzt schwer? Geht. Kann das immer nur verzögert? Die heilen sich nun so unverschämt. Oh, 9000! Ich glaube, ich muss Reflekt auf die machen oder so, ey. Aber wenn die sich dann heilen mit dem Reflektzauber, also kann ja auch sein, wenn der Feuermensch Feuer macht und dann reflektiert ist und dann heilt er sich mit dem Feuer, weil Feuer ihn heilt. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre irgendwie scheiße. Ja, ich weiß nicht. Aber besser als diesen krassen Heilungszauber, ne? Ja, kannst du mal versuchen. Oder, ach so, auf ihn Reflekt. Ja. Ich dachte gerade auf uns Reflekt. Nee. Okay, ja, dann ergibt es fast schon Sinn. Jetzt darf ich nur nicht dumm sein und mit Magie angreifen, weil es kann mir durchaus passieren. Die Schweine, die sind schlau. Aber die haben doch noch... Dann musst du mit Cindy morphen und erstmal hart ruf auf und ein... Und die Bestia-Viecher-Beschwörungsaufrufe holen. Oder physische Attacken nur auf einen rauf. Falls das hilft. Ich versuch's gerade. Mann, sind die scheiße.
brauchst die Flasche. Flasche, Flaschengeist. Ich kenne die Serie sogar. Ist ja kaum zu glauben. Das sind ja gewiefte Kerls hier. Aha. Dieses kleine Schwein. Du kriegst. Du kriegst deinen richtigen Arsch voll. Du kriegst jetzt erstmal Refleck, dann kannst du mich am Popo schmatzen. Schmatzen. Schmatz. Also hart sind die Attacken ja nicht, oder? Nee, aber was die sind irgendwie nervtötend. Wie hole ich denn nochmal eine Bestia? Hat das irgendeine tiefere Bedeutung, dass sich der Hintergrund ändert? Das soll wohl die Dramatik des Kampfes noch mehr verdeutlichen. Oder die Verwirrung des Traumes. Ja. Oder wie auch immer. Malduin? Keine Ahnung, was der macht. Oh, Hilfe. Naja. Das ist ja so stark, Mensch. Das tut ja richtig weh. Ah, oh, die können ewig dauern, hallo? Schwein. Bob aus der Flasche, Flaschengeist. Ach, das wird eine spaßige Folge, ich sehe schon. Ja. Nein, wieso sind denn jetzt beide? Mann. Oh je. Oh, jetzt musst du aber... Nein, nicht selbst! Oh. Hui, macht das Spaß. Ist das ein lustiger Kampf. Die sind voll nicht cool. Die sind total cool, ja. Die heißen sogar cool. Und ich verstehe das Wortspiel nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Was sich der Übersetzer da wohl gedacht hat? Nicht. Nein, ich stopp! Oh. Ich hab grad richtig den Ausschlag gesehen hier auf deinem Audacity. Ja. Da ist schon die ganze Zeit ein Ausschlag. So, Lena ist permanent schon so am Ausschlagen. Am komplett ausrasten. Ich raste komplett aus. Hört doch mal auf, ey! Seid ihr eigentlich dumm oder was? Und die kommen einfach mal so richtig dumm ohne Grund irgendwie in Bolles Traum. Einfach so. Ja, was machen die da? Warum? Weil die da sind. Scheiße, ey, was soll ich jetzt machen? Ich habe auch die Schwächsten. Mir ist irgendwie keine andere Zeitstreckung mehr eingefallen. Da dachten sie, ach, dann tauchen einfach mal so ein paar Leute auf, die man halt. Ja, hier wäre jetzt. Der, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, den wir gegeben haben. Der eine von den Brüdern, der mit der Kettensäge, der wäre jetzt gut hier mit seinen... Edgar? Nee, Günni. Edgar. Günni, genau. Oh, das gibt's doch nicht. Ich glaube, der Kampf ist dann wirklich einfacher, wenn du einen geschafft hast. Dann können die diese scheiß Attacke nicht mehr machen. Ja, ich hoffe, aber die heilen sich ja immer, die Schweine. Oh Gott. Kann ich nicht eine Schleife anlegen oder so? Wenn du eine hast? Hätte ich gerne. Ich glaube, das heißt hier Ribbon. 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 Wir spielen doch die, wie heißt der? Manu Löwsche. Achso, ja. Die Manu Löwsche. Ich weiß nicht, wie sie da heißt. Das gibt es nicht. Aber in Englisch? Na, also in der originalen Englischen, sondern heißt Ribbon. Red Ribbon. Red Ribbon. Ja, von Dragon Ball. So, komm, jetzt haut den Mann da platt. Das gibt's doch nicht. Nick, stopp! Seid ihr dumm oder was? Oh, der Ausschlag. Mann. Einer ist tot, irgendwie. So, ja, perfekt. Jetzt schon, können sie die scheiß Attacke nicht mehr machen. Gott. Ich glaube, nach der Folge sollten wir mal dezent unseren Level erhöhen. Die haben den wiederbelebt. Was ist das für ein Kampf?
Dann töten wir vielleicht mal den, der den Wiederbelebung gemacht hat. Oder, weiß ich. Der obere war das, wa? Der obere, ne? Schweinesau. Der obere ist der Scheiße. Nein, der Scheiße-Typ. Ich hab mich verdrückt schon wieder. Ganz ruhig. Der obere. Jetzt ist schon Bob schon wieder. Ich fass es nicht. Hört doch mal auf. Wir sind auf jeden Fall um eine Erfahrung reicher. Wir wissen, dass der obere der beschissenste von allen dreien ist, weil der wiederbeleben kann. Gut zu wissen. Schwein. Bob Poster Flaschengeist. Tötet ihn! Oh. Mist, ja klar, der ist ja schon versteinert. Von mir aus können die alle auf Bob die ganze Zeit, aber... Das wird nicht so bleiben, wa? Ein Kühlentrank? Verreck, du direkt wacht. Ja, sicher, hast. Ja, komm. Ja, sicher. Data-Schlingel. Ne, der Schlingel. Kurz. Data-Schlingel. Ah, das. Ich fass es nicht. Jetzt wieder Ausrast-Time? Mhm. Dezent. Schnell heilen. Bing. Bob aus der Flasche. Okay, jetzt gut. So, Bob, jetzt box sie kaputt. Box sie tot! Den fliegenden Käfer ohne Flügel. Oh, hast. Du kannst ja mal Anti-Z, haben wir sowas? Vielleicht bringt das irgendwas. Anti-Z müsste. Ja, einer ist tot. Ah! So. Wenn die anderen jetzt auch wiederbeleben können, dann... Dann rast ich komplett aus. Wir alle drei zusammen komplett aus. Oh, zwei sind tot. Yay. Yeah. Jetzt. Hätte man vielleicht mal vorher ein bisschen beobachten sollen, so, aber... Akiba Mo. Was macht der? Der soll eigentlich in seiner Taverne sein. Genau, was macht der da? Echt. Kriegt direkt eins auf die Fresse. Ja, richtig. Sie sind tot. So. Es geht halt schnell irgendwie. Ja, wenn man es raus hat. Safe State. Alles wegen Bolle. Nur wegen Bolle, genau. Buh. Oh, ich bin auf dem Phantomzug. Nanü? Nanü, Nana. Ha, speichern. Sehr gut. Kannst auch heilen, gleich, wa? Ja. Wie? Ah, ich hab ja so ein Zelt. Genau. Hoffentlich. Ach ja, 14 Stück. Ah. Das ist ein kleines Zelt, wa? Für alle drei? Schon. Ja, müssen ja auch 14 davon in die Tasche reinpassen. Ja, die müssen eng. Die werfen ihr Zelt weg nach einmal benutzen. Die müssen aber eng zusammenkuscheln, ne? Wegwerfzelte. Oh, ein Regenmann. Oh, süß. Ich bin der Regenmann. Die haben doch da gar keinen Regen im Zug. Die sind vielleicht paranoid. Möglich. Hey, was für eine schwere Geburt. Oh je. Und Vorspultaste. Ist mir zu blöd. Die gute alte Vorspultaste. Wer kennt sie nicht? Die hätte ich manchmal gerne im echten Leben. Ja, so. Ja. Wenn man so wartet oder so, dann wäre so eine Vorspultaste eigentlich ganz schön. Ah, Bolles Erinnerung. Oh. Flashback. Ja. Flop. Aha. Ist das Kistenschieberätsel oder was? Ah, da kommst du doch vorbei, oder? Hä? Moment. Kommst du? Ach so, ich verstehe. Das ist natürlich, Hä? Nee, ja, keine Ahnung. Super. Moment. Oh, was ist das denn? Ein Regen, Samurai. Männer und Samurais. Da, tolle Kombination. Hä? Das geht auf Zeit, oder was?
Ich... Kommst du da links weiter? Ja, aber ich möchte an die Kiste. Ach so. Hä? Geht. Kann man nicht mehr machen? Glaube ich nicht. War eine einmalige Sache, oder? Ja, super. Man kann auch nicht über die Kiste rübersteigen. Schweinerei. Tja. Stimmt eh nichts drin. Kann ich die nicht von der Seite aufmachen? Nee, ne? Nee. Hm. Oh, da ist ja noch einer. Das und erste. Ey. Wo kommst du nicht rein? Ich glaube, das Spiel will uns trollen. Ja, es schmeckt ja schon. Trollalalalal. Hä? 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 Moment. Erstmal alle töten. Die nerven. Erstmal einen töten. Ach, da ist auch so ein Rätsel. Warte mal. Da war ja auch noch sowas. Dann halt nicht. Muss man dann irgendwie sich merken, welche Truhen offen. Geh mal nochmal an das Ding ran, an den Hebel. Nichts passiert. Ach so, genau. Du musst die Truhen schließen, die. Genau, ich sag dir, welche Truhen du schließen musst. Warte. So, wo ist das hier? Huch, oh. Ja, mit Unterbrechung ist das geil. Was ist das denn? Ein Suriander. Ein Koriander? Ja, klingt wie ein Koriander. Hä? Muss ich das so lange machen, bis alle zu sind, oder was? Nee, warte, du musst dann selbst die Truhen schließen. Das kannst du ja merken, oder? Ach so. Moment. Och Mann, ey. Weißt du, ich laufe da gleich einfach dran vorbei. Kann man mal gucken. Ja. Einfach mal alle aufbrauchen. Boah, sind die toll. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe schon längst die Geduld verloren. Dann mach doch mal die Kisten zu, die zugehen. Also mach erst die Kisten zu und dann an den Hebel drücken. Oder mach doch mal die Kisten zu. Bringt euch die Position ein. Dieses Wissen wird euch vielleicht helfen. Aha. Ach so, vielleicht brauchst du später nochmal. Metallklotz. Ich glaube, damit kannst du nichts machen. Ist nur Attrappe. Schade. Du willst doch nicht etwa die Zinni mit Metallklotz ausrüsten. Ja, sicher. Was soll ich mir? Ich glaube, du musst das später. Du musst die Anordnung, welche Kisten zu sind, musst du dir merken. Aber ich hab's ja auch hier. Okay. Dann gehe ich mal weiter. Leicht. Was ist das denn für eine picklige Unke? Ein Suriander. Ein alter Pickel. Von Surreal Ander. Ja. Ha! Schon wieder solche Rätsel, ey, die nerven. Ist es unten rechts eine Kiste? Da im Eck? Ja. Egal. Eisschild! War da nicht unten? Geh doch mal nach rechts. Da unten rechts ist es auch eine Kiste? Ist ja auch eine Kiste, oder? Ja. Ha! Sehr gut. Simsas Adlerblick.
kann nichts und niemandem standhalten. Danke. Ich fühle mich geschmeichelt. Ja, sollst du auch. Sehr gut. Welchen Level O? Nicht schlecht. Level O? Level O. I have a Level O. Was zum Geier? Hä? Achso. Ach, jetzt vielleicht den, den hebischen. Aha. Ach, jetzt kommst du da vorbei, wa? Ja, das ist natürlich sehr gut ersichtlich, was ich da machen muss. Ja. Ich finde, der Zug ist schön eingerichtet. Ja. Oh ja, da würde ich gerne mal Ferien drin machen. Jetzt komme ich hier nicht raus. Ich würde da gerne mal Ferien drin machen. Ja, nee. Aber guck mal, also, wenn die Kiste hochgeht, wenn die Kisten hochgehen, kommst du da unten, glaube ich, vorbei. Da links waren wieder so 6 Kisten. Oh nein. Ah, diese Gegner. Irgendwo gibt's aber ein Item für den Mokri-Dingens-Kirchens, dass man Zufallskämpfe, glaube ich, abschalten kann. Das wäre ja zu schön. Um wahr zu sein. Ich weiß nicht, wo man das kriegt. Da jetzt, vielleicht kommst du da unten vorbei. Ja, also ganz unten, also durch die drin. Ach, das ist so nervtötend. Was schwört dem Bolle da alles in seinem Unterbewusstsein rum? Tja. Samurais. Irgendwelche Fliegenmenschen. Ach, ich komm da durch. Giftspuckenden. So. Ah, jetzt, genau, warte. Also unten die beiden links, glaube ich, und oben die rechts. Also. Wenn ich mich recht, lass mich nicht. Du musst die schließen. Genau, du musst die genau. Unten, links, Mitte. Und oben die beiden. Oben rechts. Und oben nur rechts, genau. Genau. Ah, juhu. Juhu. Ah, ein Tricky Train. Tricky Train, ja. Und safe. Erstmal Heilmittel. Oh, Zelt. Ach ja, Zelt ist besser. Oh, mit einer Grünschleife. Ja. No. Da haben sich die Zeltentwickler aber echt viel. Die Zeltentwickler. Nö, eben. Ja. Sehr schön. So. Ja, da geht's. Oh, da ist auch schon. Tut, tut. Thomas, die Lokomotive. Oh ja. Muss jetzt wieder. Ein Hebelrätsel. Ich hab keine Ahnung. Drück mal. Mach mal einfach alle unten. Und dann irgendwie da auf die Konsole raufhämmern. Auf dein Super Nintendo. Genau. Irgendwas wird schon passieren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Mach. Tschüss. Ach so, alle Schalter einmal. Vielleicht muss dann wieder rausgehen. Dann wieder rausgehen, genau. Also ich habe sie jetzt schon mehrmals betätigt. Ah. Flashback. Oh. Warum ist alles eigentlich so gelb? Soll wohl weiß hab's gleich vergessen. Ja. Wie Mega Piranha. Genau. Ah. Ey, cool, wir sitzen in so Dingern. Eisschal. Juhu. Ist so in so einem Kotzgrün gehalten, ne? Ja. Oh. Das soll wahrscheinlich so an den alten Gameboy, die alten Gameboy-Zeiten
nostalgische Erinnerungen. Auf jeden Fall schön zurückerinnert, ja. Hervorrufen. Ayo. 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 Das sollte wahrscheinlich IA heißen für. Naja, ist egal. Für IA. Das ist eigentlich ein Esel. Das ist der erste metallene Spinnenesel der Welt. Nein! Das meinte ich eigentlich nicht. Oder 1A. 1A. Oder 1A. Das ist ein 1A metallisches. Schweineesel-Spinnenvieh. Schweineesel-Spinnenvieh. Aus Metall. Ah. Ah. Das ist schon wieder Schweineesel. Du musst ja erstmal drauf kommen, wa? Als Schweineesel zu betiteln. Tja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Yeah. Alle bekommen Level Up. Auf welchen Level sind wir denn schon? Oh. Nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, ich laufe immer im Kreis. Ja. Das habe ich heute schon die ganze Zeit, dieses Gefühl. Hm. Wo ist man hier? Es gibt wieder Überlänge. Ja, das hat jetzt schon Überlänge, wie Sau. Wie ein Esel. Sau-Esel? Ja. Ma! Folgt allen nach draußen und geht gleich wieder rein. Genau. Wenn ihr nämlich nach rechts herum gegangen wärt, dann würdet ihr die ganze Zeit im Kreis laufen. Also wenn du rausgehst, gleich wieder rein. Was du nicht sagst. Weil Spielelogik ist nicht vorhanden. Warum? Ja. Uematsu, wieso hast du nicht... Uematsu, why? Ja, der hatte bestimmt so viel Mitspracherecht. Warum hast du nicht Sakaguchi einen auf die Schnauze gehauen, als er mit dem Plan für den Tag gekommen ist? Oh Mann, ey. Hä? Aber dann bin ich doch wieder hier. Hallo? Wieder mal runter und dann wieder hoch? Echt? Hallo? Oder geh doch mal so rum. Oh. Genau, dann rechts und dann runter und dann wieder hoch, raus, rein. Also, erstmal runter. Ah, da. Hallo. Ah. Balla! Kann dir nicht folgen so schnell, weil, weiß ich nicht. Weil Zufallskampf. Rolle kann laufen und ich... Stell mal vor, im echten Leben, du verfolgst jemanden, dann kommt einfach so ein Zufallskampf und hindert dich. Stell vor, mitten im Leben kommt ein Zufallskampf. Mitten im Leben. Ja, das meinte ich doch gerade. Ja. Also. Ich sollte mal wieder heilen, ne? Wäre mal gar nicht so schlecht. Wäre eine Variante. Durchaus. Ah, hab schon Handkrampf von den verkrampften Drücken. Oh, natürlich. Handkrampf ist voll schön. Handkrampf. Das notiere ich mir mal. So notiere sie sich. Oh. Ha. Bolle hat echt Nerven. Genau, und jetzt nochmal abspeichern und Zelt und dann in den Königssaal. Bitte, rettet meinen Mann, rettet Bolle! Dort geht's dann richtig los. Wo sind gucken, wir zum Teufel? Da gut ist. Wir sind in Bolles Seele. Mein Mann, Bolle plagt sich noch immer. Er konnte Doma nicht verteidigen. Die Welt stirbt langsam. Und dann seine Familie. Und dann alle anderen. Erst die Welt und dann seine Familie. Das ist Logik. Ein Dämon namens Wrackseele hat sich seiner bemächtigt. Wie heißt hier Wrackseele? Wrackseele ist ein aus den unglücklichen Seelen in... sinnlosen Kriegen gefallener zusammengesetztes Monster. What? Kriegen gefallener, ja sicher. Gefallener klingt Krieger vielleicht. Klingt appetitlich. Sie stürzen Papa, stürzen Papa ins Verderben. Bitte hilf ihm. Ah!
Ich komme gerade nicht so dahinter, was das Ganze eigentlich sollte. Ich hab auch keine Ahnung. Oh, die haben sich in einen leuchtenden Leuchtpunkt verwandelt. Bitte helft, Bolle! Papa verdient das nicht! Weil, keine Ahnung. Aber wir machen, glaube ich, hier gleich mal erstmal. Ja, genau, wir können jetzt ja einen Cliffhanger für die nächste Folge. Was hat Wrackseele vor? Das erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Mitten im Bolle. Tschüss. Tschüss.